Lieben, und herzlich willkommen zum Schlag den Sub für den Monat Januar. Und ich war eigentlich eher so mäßig erfolgreich, aber das werdet ihr jetzt natürlich sehen. Der Ausgangswert Anfang Januar, also zu Beginn dieses Jahres, war 195 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe in diesem Monat 7 Bücher gelesen, was eigentlich noch nicht so mega viel ist. Von der Seitenanzahl war es auch nicht so der Burner. Mehr dazu seht ihr natürlich in meinem Lesemonat. Naja, auf jeden Fall habe ich 3 Bücher vom Quartalsub gelesen. Eins davon ist aber noch vom Quartalsub von 2015 gewesen. Ich habe ein Buch vom Lovely Books Sub gelesen, aber der war auch noch, also es ist immer noch der Lovely Book Sub vom letzten Jahr. Also mit habe ich dann den Quartalsub letztes Jahr halt komplett abgebaut und den Lovely Book Sub. Ich hatte halt ein Buch, hatte ich noch in den Januar mit reingenommen, was ihr dann im Lesemonat auch wieder seht. 2 Rezensionsexemplare waren dabei. Ich habe kein Büchereibuch gelesen. Eins vom Subvoting habe ich gelesen und dann noch ein E-Book. Das macht jetzt einen Stand vom Quartalsub, 2 gelesene Bücher von 18, und den neuen Lovely Book Sub habe ich noch gar nicht begonnen, aber es liegt auch daran, dass wir erst im Februar starten wollten. Was daran liegt, dass die Organisatorin des Ganzen irgendwelche Probleme mit dem Internet oder so hatte, und deshalb beginnt das Ganze halt quasi jetzt, also erst im Februar. Ja, genau. Also, ich habe 5 Neuzugänge zu verzeichnen, davon habe ich 1 bereits gelesen. Es waren 3 Bücher von Tauschticket und ein gekauftes Buch, sowie ein Rezensionsexemplar. Ich habe nichts geliehen, weder von meiner Tante noch aus der Bücherei oder sonstiges. Das macht einen aktuellen Substand von 193 Büchern, was schon mal ganz gut ist, denn ihr seht, ich habe wieder was abgebaut, nämlich 2 Bücher. Finde ich eigentlich ganz okay. Ich bin immer froh, wenn ich auch nur 1 oder 2 Bücher weniger habe als vorher. Und ich finde, da hat das Jahr auf jeden Fall schon mal ganz gut gestartet eigentlich. Ja, erlaubte Bücher, die ich mir kaufen darf, sind eigentlich 0. Ich habe natürlich jetzt schon dieses eine Buch da gekauft, aber ich musste es einfach haben. Das werdet ihr in den Neuzugängen dann auch noch sehen. Und ich weiß nicht, ne? Es musste halt einfach sein. Also wie gesagt, es war eigentlich recht erfolgreich. Wie ist euer Januar denn gelaufen? Habt ihr mehr Bücher gelesen als gekauft? Wie erfolgreich wart ihr? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!